Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Kettler und Kopf. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag und einen schönen Advent. Ich lehne mich jetzt aufs Fenster, sag mal 4. oder 3. je nachdem. Dritter Advent. Thüringen wäre oder die Marsch wäre am 4. Ja, ich fahre jetzt zurück zum Hof, ne, und dann mal sehen, was ich jetzt machen will. Unser Mercedes-Benz. Bestimmt den Dünger wieder erst eingeben ins Lager. Wäre logisch. Der fährt ja automatisch, ne? Wollte letzte Folge noch kurz noch stehen bleiben, na, hat sofort Gas gegeben. Ab nach Hause. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gedrückt. B und dann N. Dann ging es nach Hause. Gut, Dünger war ja auch fertig. Nicht weiter tragisch. Ja, bei mir ist heute Montagabend um 9. Uhrzeit ist ja nicht drin, ne, alles schon, aber hier nicht. Ich habe morgen frei und von daher kann ich ganz gut jetzt die Folgen entsprechend aufnehmen. Vielleicht auch schon ein paar mehr, weil ich jetzt über Weihnachten dann, ich weiß auch nicht genau, aber wahrscheinlich ein Haus fahre. So, der restliche Dünger, der kannst du wieder in den Düngerlader entladen, okay. Aber erst halt nochmal das Ding aus, ne? Unser GPS, unser Fahrassistent, also das geht ja in die Hose. Wenn man das andere Tor verwendet, darf ich jetzt reinfahren. Ja. Mein Dünger ist ja, soll man trocken lagern normalerweise. Ne? Düngerstreuer wäre auch die Gefahr, dass er verklumpt, würde ich behaupten. Durch Feuchtigkeit und so. Ne? Also. Gibt er den ab? Ja, kann man sehen, wie er ein bisschen mehr wird. Ob das so funktioniert, das weiß ich nicht. Aber denk mal, wird eine Funktion geben, sicherlich. Zu entleeren. Und wenn nicht, haben wir einen erfunden. So. Mal schauen, was jetzt kommt. Jetzt haben wir die alle gedüngt. Und. Mal schauen. Normalerweise Düngerstreuer wegstellen, Traktor wegstellen und warten bis wächst. Ne? Das können wir ja nicht tun. Aber ich habe jetzt voll getankt. Ich habe doch einen Ratschlag hören sollen. Aber ich habe so gedacht, bevor er mal herfahren muss und noch Nachschub holen muss. Ja, parke den Traktor und geh zu deinem Haus. Das machen wir mal. Hier könnten wir auch entladen. Hier stellen wir den Dingerstreuer wieder rein in die Garage. Die Scheune. Das machen wir. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir vorne oder hinten abkippen können. Könnte sein, dass vorne das Gewicht zuerst abfliegt. Aber ich glaube, ich könnte noch mit der Maus steuern und mit der. So. Machen wir auf C. Dann hier mal. Ja, das ist die rabiate Methode. Aber so bin ich auch sicher, war ich mir sicher, dass er hinten abgeht und nicht vorne. Ne, also. So, dann parken wir ganz kurz. Fahren wir geradeaus zu. Das ist im Grunde egal, wie wir fahren, ne, und parken.
Nö. Machen wir aus. Sprit sparen. Das heißt bestimmt wieder stundenlang schlafen oder drücken die Zeit halt, ne? Ist da eine Maus? So. Super gemacht. Jetzt haben die Pflanzen die Nährstoffe, die sie für eine erfolgreiche Ernte benötigen. Wenn jetzt auch zum Schluss das Wetter mitspielt, wird es so in diesem Jahr eine super Ernte geben. Ja, eine super Ernte. Ja. War ja trocken gewesen in den letzten Jahren, ne? Regen. Aber hier war keine Trockenheit. So. Steige in den MWB-Tag und fahre zum Feld. Das ist aber komischer Regen. Gut. Wo ist mein Deutsch? So, den hängen wir an. Ne, so. Und Fahrer zum Feld. Okay, das machen wir mal. So, Schmutzung, naja, die Hälfte. Feld. Ach so, ja gut. Dann machen wir automatisch. Der kann am besten fahren. Wir können ein bisschen. Ah, erst Getreide schon reif. Was haben wir denn auf dem Datum? Den 5.7. 5. Juli? Ja, da wird unser Feld auch bald reif sein, ne? Aber das haben wir schon gemacht für eine Ernte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Ernte machen sollen. Oder? Das haben wir schon mal gemacht in einer Mission. Szenario. Hier geht es ja eigentlich zum Wintervorbereitung, also Pflügen, Ruppern, ja, Düngen halt, ne? Wenn wir ernten müssen, müssen wir ernten, ne? Oh, schön Mais gewachsen hier. Ja. Wem gehören die Felder? Keine Ahnung. Meine sind es wahrscheinlich nicht. So viel Mais. So eine Verschwendung. Weil ich der Meinung bin, normalerweise Nahrungsmittel gehören nicht in die BGH. Nichts dagegen, wenn sie Gülle und Gärreste reinkippen oder auch Sachen, die verdorben sind, also zum Beispiel Getreide, was nicht mehr einer Güteklasse entspricht und man nicht verkaufen kann, für Gewinn bringt das und das ist okay, aber wie gesagt, an sich Flächen nur anbauen, um Biogas herzustellen, da bin ich kein Freund für. Ich bin der Meinung, Nahrungsmittel sollte man auch für Nahrung verwenden, nicht für biologische Kraftstoffe oder Gas. Wenn es dann ohne Förderung gehen würde, ja gut, dann ist es dann anscheinend des Bauern, ne? Also muss man sagen. Ne? Also, mit Förderung würde ich sowas nicht gut heißen auf Dauer. Ach, da ist schon ein Drescher da. Mit Hänger. Und? Wollen die bei mir ernten? Ist am Rad auch noch grün. So, mal gucken, was die uns wollen jetzt, ne? So ist richtig grün stellenweise. Steige aus, ja. Viel Arbeit, aber auch viel Erfolg. Getreide muss stetig mit Nährstoffen versorgt sein, um wirklich effizient aufgehen zu können. In diesem Fall musst du sogar einen Nährstoffmangel ausgleichen. Es wird immer ein weiter Weg zum ersten Brechen des Bodens, über die Saat zur Düngung und schlussendlich zur Ernte. Das hast du erfolgreich gemeistert. Nun lasst uns die Früchte der Arbeit ansehen. Wie schön. Tja, da sind ein paar grüne Stellen bei, ne? Da habe ich bestimmt zu wenig gedüngt.
Ja, normalerweise, wenn es immer ein Schluss ist, Schluss, ne? Dann tocket alles, ne? Normalerweise. Also. Ich denke mal, ein schönes kleines Feld. Aber ich bin da jetzt wie optimistisch, dass wir irgendwo noch größere Felder kaufen können, ne? Und dass wir auch irgendwann mal andere Früchte bekommen. Abschließen. So, nun. Wir landen jetzt wieder. Glückwunsch, du hast das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Geh in dein Karrierespiel, um den neuen verfügbaren Fahrzeug anzusehen. Du hast 3000 XP erhalten. Das ist wieder der Punkt. Man kann mit XP kannst du erst Fahrzeuge und Land kaufen. Das ist, ne, das Problem. So, dann wünsche ich noch allen einen schönen dritten Advent. Und ist aber, ich mache eine kürzere Folge, da bringt ihr jetzt nichts mehr anfangen. Ne? Und dann schauen wir uns morgen das nächste Szenario an. Kolbenfresse. So, einen schönen Restsonntag und schönen Rest Advent. Ja, morgen geht's hier weiter, wenn ihr möchtet. Könnt ihr dabei sein. Für ein kleines Szenario. Kleines heißt knappe 2 Stunden. Vielleicht eine. Mal schauen. Nee, 2 Stunden nicht. Nee, 1,5. Ja, 1,5 bis 1 Stunde. Wir beginnen mal gleich. Also ich beende mal heute meine Folge. Und tschüss. Ciao, ciao. Jo, morgen geht's weiter. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.